Herzlich willkommen zu meinem heutigen Wochenvideo und heute möchte ich Ihnen wieder etwas über das SARS-CoV-2-Virus erzählen und dabei Möglichkeiten aufzeigen, was man bei den Problematiken, die noch verblieben sind, machen kann. Und ein Schwerpunkt wird nochmal das Thema der Pro-Resolving Mediators werden. Und in diesem Zusammenhang werde ich dann auch in weiteren Videos Sie darauf hinweisen, wo diese Pro-Resolving Mediators laut Studienlage dann noch so besonders gut einsetzbar sind. Bleiben Sie dran und gleich wird es wieder spannend. Covid-19-Virus überrascht uns mit immer wieder neuen Varianten. Insbesondere in den Ländern, wo wir viel Verkehr haben, wo wir Tourismus haben. In Peru zum Beispiel herrscht seit August letzten Jahres immer die gleiche Corona-Variante. Wir haben in England 95% Delta-Virus, in Deutschland mittlerweile 50% der Neuinfektionen, die erfreulicherweise niedrig ist. In England ist es so, dass wir jetzt ja über das Wembley-Stadion schon Informationen haben, und zwar aus dem Spiel der Schotten gegen die Engländer. Und da schreibt der Tagesspiegel am 26.06. um 21.15 Uhr. Und in Schottland kam es wenige Tage nach dem Spiel zwischen der englischen und schottischen Nationalmannschaft eben im Wembley-Stadion zu einem sprunghaften Anstieg von Neuinfektionen der Gruppe der 15 bis 44 Jahre alten Männer. Was passiert da? Da passiert etwas, was wir im Grunde genommen auch schon aus einer Spiegelveröffentlichung wissen, wo in Israel geforscht wurde, was entscheidet eigentlich über einen blanden und über einen schlimmen Verlauf. Und da hat man gesehen, dass wenn man die Epithelien aus der Nasenschleimhaut mit denen der Lungenschleimhaut in einer Petrischale über 7 Tage am Leben gehalten, mit Grippeviren oder mit Covid-Viren infiziert, es zu unterschiedlichen Immunantworten kommt. Man sieht nämlich, dass auf die Grippeviren sofort und schnell eine Immunantwort erfolgt und die Schlacht geschlagen werden kann, bevor der Feind sich maximal vermehrt hat. Und bei dem Coronavirus schaut das Immunsystem mehrere Tage zu, wenn es das Virus geschafft hat, auf das Lungengewebe zu kommen, bevor es dann irgendwann erkennt, oh Gott, wir müssen hier was tun. Und dann mit einer überschießenden Immunantwort, wir kennen das als Zytokinstatus, das Virus bekämpfen will und dabei in Kauf nimmt, sich selbst zu zerstören. Das sind dann die Todesfälle und die ganz schlimmen Verläufe, die wir kennen. Wir wissen aus vergangenen Veröffentlichungen, über die ich auch schon berichtet habe, die in meinem YouTube-Kanal in verschiedenen Videos eben auch aufgeführt sind, dass wann immer irgendwelche Mängel da sind, wenn das schwächste Glied der Kette sozusagen die Funktionalität einschränkt, die Gabe dieses Mittels zu einer Verbesserung führt. Ob das jetzt Vitamin D ist, ob das jetzt Vitamin C-Infusionen sind, ob das Vitamin B6-Infusionen sind. Entscheidend ist, wir sollen darauf achten, dass unser Körper nach Möglichkeit gut versorgt ist und wir diese Mängel gar nicht erst noch zusätzlich ausgleichen müssen. Was will ich Ihnen damit sagen? Sie dürfen sich mit einer Impfung nicht zu sicher fühlen. Sie müssen weiter sich um sich selber kümmern und schauen, wo Sie möglicherweise Mängel haben oder zu nah mit anderen Menschen umgehen oder zu tief einatmen und damit ermöglichen, dass das, was die israelischen Forscher herausgefunden haben, nämlich dass das Virus in die tiefen Atemwege eindringen kann und dann erst verzögert eine Immunantwort nach sich zieht, berücksichtigt wird und dass Sie aufgrund dessen dann einen entspannten und wenn überhaupt vielleicht nur Infekt haben, den Sie nur so am Rande wahrnehmen und eben nicht den schlimmen Verlauf nehmen. Und zu diesen Möglichkeiten, die Sie selber in Eigenverantwortung übernehmen können, gibt es im Laufe des letzten Jahres schon eine ganze Reihe von Videos zu mir. Und da geht es natürlich auch schon mal um die Pro-Resolving Mediators. Da geht es auch um die verschiedenen Vitamin-D-Bedeutungen. Da geht es auch um die Vitamin-C-Infusion. Da geht es auch darum, dass wir die Mikronährstoffe haben müssen. Da geht es auch darum, dass die T-Zell-Immunität bedeutsam ist. Da geht es darum, dass wir Kontakt zu Gesamtviren brauchen, um deren
gesamten Antigenstrukturen haben. Und je breiter das aufgebaut ist, also mit den saisonalen Coronaviren oder mit dem Totimpfstoff des Virus, umso breiter ist auch die Möglichkeit des Immunsystems, das zu erkennen, und umso schwieriger wird es, für ein Virus das Escape-Phänomen zu nutzen und sich einer bestimmten, sagen wir mal, Spike-Protein-Variante, auf die das Immunsystem jetzt geschärft ist, zu entziehen. Aber das sind Themen, da müssen sich andere Forscher mit auseinandersetzen. Nur das sind natürlich Gedanken, die man im Grunde genommen sich durchaus mal machen kann und darf, wenn man denn so auf die letzten 20, 30 Jahre Impferfahrung in Deutschland und dessen, was das Paul-Ehrlich-Institut dazu an Nebenwirkung und Nebenwirkung auswirft und was wir alles wissen über Herdenimmunität, die zum Beispiel bei Masernviren hervorragend zu erzielen ist, die wir aber bei Grippeimpfung nicht wirklich hinbekommen und die wir nach nun immer zunehmenden Expertenmeinungen auch bei der Corona-Impfung nicht hinbekommen werden und wie wir damit umgehen müssen. Eine stabile Gesundheit ist dann gegeben, wenn keine chronischen Entzündungen vorliegen. Und wenn man chronische Entzündungen nicht los wird, dann liegt es daran, dass das Immunsystem eine Entzündung nicht zu Ende bringen kann. Und ein gutes Instrument, um es zu Ende zu bringen, sind die Pro-Resolving Mediators. Und dazu gibt es eine gute Studie, die beschäftigen sich mit Bakterien, mit Viren und auch mit chronischen Entzündungen. Oder genauer aufgelöst, es geht um die Zähne, es geht um die Sepsis, also die Blutvergiftung, es geht um Tuberkulose, es geht um Grippe, es geht um Coronaviren, es geht um Herpes, es geht um RSV-Virus, es geht aber auch um COPD oder um akute Lungenentzündungen oder eben auch Belastung mit irgendwelchen Giften. Und das sollte der Körper selber bauen können. Und das kann er nur, wenn er die essentiellen Fettsäuren hat. Die müssen wir also essen, die heißen so, weil wir sie essen müssen. Und darüber habe ich auch schon ein Video verfasst und das können Sie sich auch im Detail angucken. Daraus kann der Körper super betankt, aber nur dann seine PRMs bauen, wenn er auch über genügend eosinophile Granulozyten verfügt. Und wenn er die nicht hat, dann reden wir von Eosinopenie. Und was das mit dem Körper macht und wie das zum Verlauf von Erkrankungen führt, gibt es ein extra Video, können Sie sich angucken. Heute möchte ich Ihnen aber nochmal zeigen, dass man dieses auch beeinflussen kann. Also nochmal in Erinnerung bringen, was ist bei einer Eosinopenie? Man muss versuchen, die eosinophilen Granulozyten, die die Entzündung im Gewebe aufrechterhalten, aus dem Gewebe rauszuholen in die Blutbahn. Und das kann man zum Beispiel mit der intravenösen Sauerstofftherapie machen und das ist in diesem Video auch beschrieben. Und was die intravenöse Sauerstofftherapie ist, dafür gibt es auch Einzelvideos. Und was das zum Beispiel bei chronischen obstruktiven Lungenerkrankungen macht, gibt es auch ein Video. Und die PRMs können nur dann gebildet werden, wenn die Enzymsysteme, die aus den essentiellen Fettsäuren diese PRMs machen, auch da sind. Und das perfide, die wohnen in den eosinophilen Granulozyten. Und wenn die nicht da sind, dann sind auch die Enzyme nicht da. Und dann kann trotz guter Versorgung mit essentiellen Fettsäuren am Ende nicht das Ergebnis dieser PRMs rauskommen. Das Schöne ist, man muss nicht immer nur intravenöse Sauerstofftherapie machen. Man kann solche Kapseln auch kaufen. Und bei 2x2 Gramm, sagen Studien, hat man die beste Wirkung, um ein Zytokinsturm oder eine Gefahr, die aus einer chronischen entzündeten Person heraus, die also geschwächt ist, die sozusagen an allen Ecken innen beschäftigt ist, die sich nicht konkret auf einen Feind konzentrieren kann, zu helfen. Wenn also Ihr Immunsystem in irgendeiner Form dauerhaft irgendwo beschäftigt ist, läuft es natürlich Gefahr, sich zu erschöpfen. Es arbeitet ständig zwischen ausreichend und mangelhaft und die Mikronährstoffe werden zunehmend mehr verbraucht. Und wenn jetzt irgendein Krankheitserreger kommt, es muss gar nicht das Coronavirus sein, dann ist es natürlich für diesen Erreger viel, viel einfacher, irgendeine Lücke in diesem System zu nutzen, um in sie einzudringen und dann sozusagen unter dem Radar unter der Aufmerksamkeit des Immunsystems sich zunächst zu vermehren, um dann plötzlich und unerwartet aus der Tiefe zu kommen und ein großes Unglück zu erzeugen. Und das sehen wir ja teilweise auch bei älteren Menschen, gerade bei älteren Menschen, dass die klassischen Symptome einer Sepsis, einer Blutvergiftung, die ja die schwerste Form einer Entzündung im Grunde genommen sind, bei diesen in den Entzündungsparametern völlig unauffällig sind. Und dass man mit ganz anderem Blickwinkel auf solche Erkrankungsbilder zugehen muss, als man es eigentlich bei jungen Menschen gewohnt ist. Und das
gehört zur Gesundheitserziehung und das ist so das, was ich Ihnen mit an die Hand geben möchte, wenn Sie Eigenverantwortung übernehmen wollen. Und dafür sind eigentlich diese Videos gedacht, diese Erklärvideos. Und ja, vielleicht empfehlen Sie sie weiter, vielleicht schauen Sie sich auch mehr als einmal an und vielleicht, wenn Sie gar nicht wissen, was ich denn sagen will, stellen Sie konkrete Fragen. Dann gibt es manchmal, wenn ich die Zeit finde, auch konkrete Antworten. Und an dieser Stelle noch einen ganz kleinen Hinweis nochmal auf die Cardisio 3D-Vektor-EKG-Untersuchung, denn sowohl die Erkrankung als auch die Impfung mit der Myokarditis, ist ja so, dass die FDA das mittlerweile ganz offiziell benennt in den USA für die mRNA-Impfstoffe und auch Israel darüber ja entsprechend informiert hat und ich in vergangenen Videos auch darüber informiert habe, gibt es die Möglichkeit mit dieser 3D-Vektor EKG-Untersuchung, anders als in der zweidimensionalen durch die Elektrode am Rücken, eine dreidimensionale Darstellung des Herzens zu erreichen. Und dabei, mittlerweile habe ich über 50 Untersuchungen in den letzten 3 Wochen machen können, gibt es ganz erstaunliche Ergebnisse, die man mit der klassischen Methode so nicht sieht und die jetzt den entsprechenden Fachärzten, den Kardiologen zur weitergehenden Befundung zugeführt werden. Also sollten Sie das Gefühl haben, Druckgefühl im Herzbereich im Zusammenhang mit Infektionen oder auch nach Infektionen oder Sie würden zu Ihrer Leistung nicht mehr kommen und mit den bisherigen Methoden sehen Sie sich nicht ausreichend aufgeklärt, dann schauen Sie doch einfach im Internet nach 3D-Vektor-EKG und suchen einen Arzt in Ihrer Nähe, der Ihnen da weiterhelfen kann. Das nur noch mal so als Tipp am Ende. Viel Spaß beim Schauen und bleiben Sie gesund, schönes Wochenende, bis nächste Woche.